keine Pausen gemacht. Was ist los? Hä? Digga. Ich guck so an die Wand von unserem Iglo. Denk, wir wollen ein Blatt, Digga. Ich möchte das abmachen. Digga, eine Maus. Eine Maus? Ja, liegt da jetzt in der Mitte. Lauer kein Scheiß. Ja. Ach du Scheiße. Ja, raus damit. Komm. Ja, nur ich krieg damit. Schippe und weg damit. Viele fragen mich, okay, Kiel, was brauche ich, um in einem Iglo so einiges zu machen, um in einem Iglo überleben zu können. Und da habe ich genau drei Gadgets, die zeige ich euch ganz fix. Ganz wichtig, eine regenfeste Hose, eine wasserfeste Hose meine ich, lange Strümpfe und ein kleines Täschchen. Muss nicht vom Prada sein, aber ich habe halt eine Prada-Tasche, weil ich einfach reich bin, ne, damit ihr Smartphone-Kameras verstauen könnt. Das sind meine drei Gadgets. Und jetzt geht's hoch. Kurz zum Setup für die Nachtarbeit hatten wir hier eine Ringleuchte. Der Kohlegrill funktioniert nicht. Bisher ist noch unaufgeklärt, warum der Kohlegrill nicht funktioniert. Wir sind da gerade dran, das zu fixen. Ich zeige jetzt erstmal kurz die Inneneinrichtung meines heutigen Online-Unterrichts, meine Damen und Herren. Und zwar haben mein Bruder Lang und ich hieran gesessen. Ja, das ist ein CBCD-Iglo. Ja, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, da auch zu wohnen. Und da gehen wir jetzt rein und dann, ja. Das Ding ist, viele denken sich wahrscheinlich wieder, ach, der Kerl, der clickbaitet heute mal wieder. Nee, Freunde, wir werden da jetzt reingehen. Ne? Ich guck mal eben nochmal auf den Ticker. Lass mich kurz mal auf den Ticker gucken. Wir haben es jetzt 54 und in 6 Minuten muss ich im Online-Unterricht sitzen. Heute mal aus dem Iglo, ne? So, wir haben es jetzt 3 Minuten vor 12. Hier ist auch gut schallig, ne? Das heißt, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr ein ruhiges Plätzchen braucht, dann ist es ganz klar. Leute, dann sucht euch da ein Iglo. Ja. Morgen, klasse, morgen. So, hallo zusammen. Moin. Jo. Nee, ist eigentlich schalldicht alles. Was laber ich? Funktioniert also okay? Ja, funktioniert alles top, also ich kann sie gut verstehen. Schön. Wenn Sie mich verstehen können, eben das ja. Ist schon wunderbar. Da drin! Ja. Muss den Jungs ja zeigen, wie ich hier arbeite. Ja, das Ding ist ja voll wack. Das Messer war 10 mal Liter, jo. Das große Ziel natürlich für uns ist hier drin Pfeife zu rauchen. Ne? Das heißt, eine Bar zu haben, abgeschottet. Ihr wisst ja, Pfeifenbars sind ja nicht erlaubt. Deswegen, ey, du schlägst hier durch, Digga. Pfeifenbars sind ja nicht erlaubt, deswegen machen wir unsere eigene Pfeifenbar. Ganz klar. Ich verstehe nichts. Und eigene Pfeifenbar ist immer noch besser als keine Pfeifenbar. Oder was? Ich verstehe echt überhaupt gar nichts. Digga, ich rede mit der Cam. Ach so. Nicht mit dir, Chef. Ach, du redest mit mir? Was hast du denn gesagt? Ja, wie viel du da noch Platz hast. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Nicht nur um meine Haare, sondern auch um das Wetter. Denn ich habe mal auf den Tacho geguckt, es sind 2 Grad draußen, 2 Karat. Und I don't know, ich habe halt Angst, dass das hier vonstatten geht, ne? Ich meine, wir wollten heute Abend noch einen Kopf drin rauchen. Boah, das stinkt aber noch scheiße. Ne, kannst du knicken. Freunde, kleines Problemchen. Ihr müsst bedenken, wenn bei mir der Kohlegrill kaputt geht, ist das wie, als würde für andere der Pfannenwender kaputt gehen. Es ist ein Utensil, womit du was erschaffst, was dir fehlt, um es zu erschaffen. Nee, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ohne Kohlegrill kann ich ja halt keine Kohle machen und ich will das auch nicht auf dem Herd machen, weil sonst gibt es oben wieder ganz üble, ne? Und deswegen mache ich das einfach im nächsten Video, sobald ich einen Kohlegrill habe. Ich kläre mir einfach einen Kohlegrill und dann mache ich das im nächsten Video. Deswegen ist es eure Aufgabe da draußen, einen Daumen da zu lassen. Und dann, wenn ich sehe, okay, da sind ein paar Daumen zusammengekommen, dann gibt es das Video, meine eigene Pfeifenbar aus dem Iglu mit ganz vielen Stuff,
mit Pfeife im Iglo, außerhalb des Iglos, mit Schlauch durch dem Iglo durch, unfassbar. Und ja, dann lasst da ein Däumchen da. In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch was. Oh, guck mal, jetzt habe ich eine coole Abmoderation. Ich drehe jetzt hier in einem Rädchen, dann fällt die Kamera.